Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Learn to Xcode. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch einen eigenen XML-Parser bauen könnt. Dazu bauen wir uns aus der Klasse NSXML-Parser eine Klasse, die dann das Parsen übernimmt, und verwenden dann die YouTube-API oder API, um uns von dort einen Feed, einen RSS-Feed zu holen und den auszulesen und in einem Table-View dann die Videos eines Channels, nehmen wir einfach den Learn2Xcode-Channel, anzuzeigen. Ich habe mir jetzt hier schon mal ein Projekt angelegt, einfach eine Single-View-Application, habe die NSXML-Parser genannt. Und zu Beginn fangen wir ganz einfach an. Wir bauen uns eine grafische Benutzeroberfläche. Das heißt, es wird nichts weiter sein als ein Table View und ein normaler View Controller mit einem Web View drin, um dann das Video dort anzuzeigen. Wir gehen also ins Main Storyboard rein und holen uns dazu einen Table View Controller. Diesen TableView-Controller, den betten wir jetzt noch ein in einen Navigation-Controller. Dann haben wir alles zusammen, was wir brauchen. Und über die Zelle hier mit der rechten Maustaste ziehen wir eine Verbindung zum View-Controller. Push, das genügt. Und geben der ganzen Geschichte hier noch einen Namen. Hier sollen also alle Videos rein, also wird das unsere Videoliste, und wenn man dann auf eine Zelle klickt, dann wird das entsprechende Video angezeigt. Wir müssen der Prototypzelle hier noch einen Identifier zuweisen, also einen Namen vergeben. Da nehmen wir standardmäßig einfach Cell. Wir verwenden eine Subtitle Cell, das heißt mit Titel und Untertitel. Wir werden an der Größe noch ein bisschen schrauben, das heißt, wir machen die Höhe, sagen wir mal, 100 hoch. Wir möchten also dann in dieser Zelle zum einen den Namen des Videos, wir möchten als Untertitel die Dauer des Videos. Wir möchten hier links ein Thumbnail, also ein Vorschaubild haben, Miniaturbild, und das war es auch schon. Viel mehr wollen wir da gar nicht machen. Hier hinein müssen wir noch einen Webview reinlegen, in dem das Video dann angezeigt wird. Den ziehen wir uns hier einfach rein. Und hier haben wir noch einen Segway. Und dafür geben wir auch direkt einen Namen, einen Identifier, und den nennen wir einfach Video, weil der ganz einfach auf den Video-Controller, View-Controller dann rüber verweist. So, das war eigentlich schon alles, sofern ich nichts vergessen habe, hier im Storyboard. Und wir gehen jetzt zurück und erstellen uns hier für unsere beiden View-Controller unsere entsprechenden Klassen. Hier der View-Controller, wissen wir, der ist schon zugewiesen. Hier passt alles. Für den Table-View-Controller brauchen wir noch eine Klasse. Das heißt, wir klicken mit der rechten Maustaste auf New File, Objective-C Class, Next. Achten darauf, dass wir hier einen UI-Table-View-Controller anwählen und nennen den Video Table View Controller. So, damit ist die Klasse erstellt. Den WebView müssen wir natürlich jetzt noch mit unserem View Controller verbinden. Das heißt, wir holen uns hier den Editor rein. Klicken mit der rechten Maustaste auf das UI WebView, ziehen, rüber, lassen los und vergeben
den Namen WebView Connect und das war's erstmal. Nun geht's weiter, indem wir uns überlegen müssen, wie sieht denn dieser XML-Feed, den wir da benutzen wollen, wie sieht der aus, was wird uns da geliefert, wie kommen wir daran und was brauchen wir dann dazu. Dazu schauen wir uns ganz einfach mal die Developer-Seite von YouTube an. Und hier sehen wir dann auch schon, über welche Adresse wir an den Feed herankommen. Das heißt, wir haben hier die Feed-API-Adresse Users und hier müssen wir nur dann unsere User-ID einfügen. Das ist im Prinzip der Channel-Name. In unserem Fall wäre das dann Learn2Xcode. Wenn wir das hier eingeben und schicken das weg, dann bekommen wir vom Server ein XML-Dokument zurück. Das sieht so aus. Das heißt, wir haben hier oben XML, wir haben ein Tag, beginnt mit Feed und dann kommen eben die einzelnen Einträge, die wir uns dann nacheinander auslesen möchten. Zumindest die, die wir brauchen, die wir nicht brauchen, ignorieren wir ganz einfach. Hier haben wir dann auch den Pfad zu unserem Feed. Da kann man hier HTTPS oder HTTP verwenden, beides funktioniert. Hier haben wir zum Beispiel dann auch HTTPS. Das wird dann auch der sein, den wir dann einfach verwenden werden als Adresse. Und die Aufgabe wird jetzt einfach sein, die einzelnen Tags auszulesen und die, die wir benötigen, dann zu verwenden. Beginnen wir einfach damit, dass wir uns eine neue Klasse anlegen, in der wir unsere Daten, die wir erhalten vom Feed, einfach reinschreiben. Dazu mache ich hier einfach ein neues File, Objective-C Class. Wir nennen das Ganze Videodata und achten darauf, dass es sich um eine Subclass von NSObject handelt. Dann auf Next, Create und hier haben wir jetzt unsere neue Klasse und die dient uns eigentlich nur dafür, die Daten des Feeds aufzunehmen, zwischenzuspeichern, das heißt einfach nur als Variablenspeicher. Dazu brauchen wir natürlich einige Variablen, die wir uns jetzt direkt anlegen. Wir brauchen also ein paar Properties. Non-Atomic Strong und die erste, die wir brauchen, wird ein NS-String sein und dieser String soll den Titel des Videos aufnehmen, also Video-Title nennen wir das Ganze einfach. Dann haben wir noch eine weitere Property, ebenfalls Non-Atomic Strong und da wollen wir die Video-Länge reintun. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es sich hierbei um eine Zahl handelt. Deswegen machen wir ein NS-Number und nennen das Ganze Video-Length. Eine weitere Property benötigen wir für die URL, wo das Video dann liegt und womit wir es dann auch aufrufen können. Das ist die Adresse, die wir dann an unseren WebView schicken. Wird also erstmal auch nur ein NS-String sein und nennen wir Video-URL und was wir auch noch brauchen in unserem Table-View ist ein Miniaturbild, also ein Vorschaubild, diesen Thumbnail und auch davon brauchen wir die Adresse. Nun haben wir aber, wenn wir uns das anschauen, festgestellt, oder vielleicht haben wir es auch noch nicht festgestellt, wenn wir uns hier nach unten bewegen und nach unten scrollen, bekommen wir mehrere Thumbnails zur Verfügung gestellt, und zwar ganze 4 Stück. Und wie man sieht,
gleichen sich die alle. Das heißt, der einzige Unterschied ist zum einen hier die Adresse mit 0123, die Größe, das erste ist etwas größer und die anderen sind gleich. Wir wollen aber nur ein einziges davon und das machen wir so, dass wir als allererstes erstmal alle vier Bilder, die wir haben, alle URLs erstmal in ein Array einlesen und uns dann später für das erste, zweite, dritte oder vierte dann entscheiden. Das heißt, unser nächstes Property wird ein Array sein. Und zwar wird es ein NSMutable Array sein, da wir nach und nach immer die Links hinzufügen. Das geht natürlich nur mit einem veränderbaren Array. Und das nennen wir Thumbnail URL. Denn hier liegen dann unsere Thumbnails drin. Ja, das ist im Prinzip schon alles. Dann gehen wir in die .m-Datei rein und synthesizen einfach alles. So, und damit sind wir mit unserer Klasse VideoData schon fertig. Mehr muss die nicht machen, mehr muss die nicht können. Die nimmt also tatsächlich nur unsere Videodaten, die wir aus dem Feed rauslösen, einfach auf. Gut, dann geht's weiter und wir bauen einfach jetzt mal unseren Parser an sich auf. Dazu müssen wir wieder eine neue Klasse erstellen. Müsste man nicht zwingend, also man könnte diesen ganzen Parser auch direkt in den Table View mit unterbringen. Wir machen es aber jetzt einfach mal getrennt, hat den Vorteil, dass man die Klasse dann in anderen Projekten einfach mitnehmen kann. New File, wie gehabt, Typ NSObject und wir nennen den natürlich Parser. Create. Und beginnen in der .h-Datei. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall ein Array, in dem wir dann alle Videos, alle Videodaten oder die Daten jedes einzelnen Videos dann abrufen können und speichern können. Also wir holen uns von jedem Video die Informationen und wenn wir alle Informationen zu einem Video haben, legen wir die in ein Array ab. Dann gehen wir zum nächsten Video, holen wieder alle Informationen, wenn wir alle haben, rein ins Array. Also daran sieht man schon, dass wir auch hier wieder ein veränderbares Array brauchen, deswegen ein NSMutable Array. Wir beginnen mit einer Property, non-atomic strong, NSMutable Array und das wird das Videos Array. Hier kommen also alle Videos rein. Dann wollen wir noch eine Methode noch mit angeben, in der wir einfach den Parser starten lassen und wir nennen die einfach Parser Start. Das genügt auch schon für die .h-Datei und jetzt gehen wir rüber in die .m, in die Implementierungsdatei und schauen, was da notwendig ist. Als allererstes müssen wir natürlich unsere Klasse importieren, die die Videodaten dann enthält. Also holen wir uns unsere neu erstellte Klasse Videodata gleich hier mit rein. Wir müssen uns den Feed, den wir von YouTube dann bekommen, auch holen. Dazu legen wir uns am einfachsten eine Konstante an, nennen die RSS URL beispielsweise und hier legen wir dann die Adresse rein. Wir holen uns die einfach hier nochmal rüber. Das war gewesen diese hier. Kopieren uns die. Und schreiben die hier rein. Damit haben wir jetzt schon mal die
Adresse des Feeds, den wir uns dann holen wollen. So, wir sind der Parser und wir werden uns für unseren Parser noch ein eigenes Interface, ein privates Interface bauen. Also machen wir Interface Parser. Den Rest hier brauchen wir nicht. Klammer auf, Klammer zu. Wir müssen auch noch sagen, was ist denn für diesen Parser, wer ist denn der Delegate? Der wollen wir in dem Fall selber sein. Das heißt, wir geben an NSXML Parser Delegate. Sind wir selber. Dann brauchen wir noch ein paar Variablen. In dem Fall sind es aber nur Bool-Variablen. Eine nennen wir isEntry und die andere nennen wir isTitle. So, warum machen wir das? Das machen wir deswegen, es sind mehrere Angaben, mehrere Entry-Einträge drin in diesem XML-File. Und zwar beginnt also dieses XML-File hier oben mit Feed, damit beginnt der gesamte Feed. Wir bekommen die ersten Informationen allgemein über den Channel und das erste Video, die erste Information beginnt mit diesem Eintrag Entry. Dann kommen alle Informationen zu diesem Video und hier ist der End-Tag Entry. Und hier beginnt der Eintrag für das neue Video und so weiter und so fort. Hier haben wir noch Title und wir wollen also ganz einfach sicherstellen über diese Bool-Variablen, dass wir uns in einem Eintrag befinden, wenn wir uns den Titel holen. Denn auch hier oben haben wir zum Beispiel Title, gehört aber nicht zu irgendeinem Video, sondern stellt die Überschrift des RSS-Feeds dar. Diesen Titel wollen wir aber nicht. Wir wollen also sicherstellen, dass wenn wir einen Titel auslesen, dass der sich innerhalb eines Eintrags befindet. Und deswegen legen wir das Ganze in eine Bool-Variable, sagen, aha, wenn du einen Entry-Eintrag hier gefunden hast, dann setze die Variable isEntry auf Yes. Wir sind da drin und wenn wir dann dort einen Titel gefunden haben, dann setzen wir diese Variable auch auf Yes. Das ist der Hintergrund dieser beiden Variablen, die wir hier dazu anlegen. Dann brauchen wir auch hier wieder ein paar Properties. Und zwar benötigen wir einmal ein Mutable Array, das die Thumbnails aufnimmt. Non-Atomic Strong. Da haben wir ja gesagt, das sind vier Stück und diese vier wollen wir erstmal uns alle miteinander holen und in ein Array schreiben. Also haben wir hier ein NSMutable Array. Das ist das Thumbnail Array. Dann brauchen wir eine Property, die uns den Videotitel rausholt. Non-Atomic Strong. Und hier ist auch eine Besonderheit. Es muss sich hierbei um einen NSMutable String handeln. Und zwar aus folgendem Grund, es kann sein, dass der Parser, wenn er die Informationen zwischen diesen Start- und End-Tags sich rausholt, dass er hier, ich möchte nicht sagen, einen Schluck aufbekommt, aber es kann sein, dass er mehrmals feuert und mehrmals Informationen an unseren String schicken möchte. Wenn wir also hier einen ganz normalen String haben und der Parser feuert zwei, dreimal vielleicht, dann nimmt unser NS-String diese Daten nicht auf. Der NS-Mutable-String tut das, das heißt, wir können also alle Daten vom Start bis zum End-Tag sammeln und nach der Reihe in diesen NS-Mutable-String unterbringen. Und den nennen wir ganz einfach Mutable-Video-Title. Wann kann er da so einen Schluck aufbekommen?
Das kann zum Beispiel passieren oder wird passieren, wenn wir deutsche Umlaute drin haben. Dann wird er das Parsen nicht abbrechen, aber er wird mehrmals Informationen schicken. Und das müssen wir natürlich vermeiden, sonst haben wir nämlich nur den halben Titel in unserer Überschriftenliste drin und das wollen wir ja auch nicht. Als nächstes wieder eine Property, Non-Atomic Strong, und hier erstellen wir uns von unserer Videodata-Klasse ein Objekt letztendlich dann, das nennen wir Videodata. Jetzt wieder die Fleißarbeit des Synthesizers. Was noch fehlt, deswegen haben wir hier noch dieses Ausrufezeichen, ist unsere Methode, die wir noch mit einbauen wollten. Und das war unsere Parser-Start-Methode. Und was wir auch noch machen sollten, wir sollten noch eine Methode mit einbauen, um unseren Parser zu initialisieren. Da machen wir aber nichts Besonderes. Das wird also der Standard-Initialisierer sein. Init. Und das machen wir ganz klassisch. Wir sagen self ist super init. Das heißt, dass wir unsere Klasse NSObject initialisieren. Und wenn das alles geklappt hat, dann könnte man hier, wenn man wollte, noch mehr mit reinschreiben. Wir brauchen das jetzt erstmal nicht. Und geben uns zurück. So, damit haben wir unsere Schuldigkeit auch getan und werden jetzt einfach mal in die Methode Parser-Start reingehen. So, wenn der Parser dann loslegen soll, dann brauchen wir natürlich unsere URL, die wir hier ganz oben ja schon angegeben haben. Also erstellen wir eine NS-URL, nennen die URL und das ist eine NS-URL, URL with String, und der String ist unsere konstante Char-SS-URL. Die Daten, die wir da bekommen, sind tatsächlich ja Daten, also NS-Data-Data, und das sind NS-Data-Data with contents of URL. Und die URL haben wir auch. Nun haben wir unsere Daten und diese Daten müssen wir jetzt unserem Parser übergeben. Dazu erstellen wir jetzt einfach ein Objekt unseres NSXML-Parsers. Das heißt, wir haben hier NSXML-Parser. Den nennen wir vielleicht auch XML-Parser. Und das ist ein NSXML-Parser-Alloc init with data. Und die Daten, die haben wir uns schon geholt. Nun haben wir den initialisiert und jetzt legen wir noch den Delegate fest, indem wir sagen XML Parser set Delegate, und der Delegate sind wir dann selbst. Haben wir hier oben ja auch behauptet, dass wir das wären. Kommen wir jetzt nach der Geschichte. Ja, und dann können wir loslegen mit Parsen und deswegen sagen wir XML Parser Parse und dann parst der los. Zum Parsen brauchen wir drei Methoden, die zwingend notwendig sind. Die bauen wir jetzt hier einfach mal mit ein. Und zwar ist das zum einen die Methode Parser did. Schauen wir, ob wir es finden.
Did start element haben wir hier. Recht lange, aber keine Angst, ist halb so wild. Die zweite Methode ist Parser. Parser found characters. Und die letzte Methode ist Parser did end element. Und sicherheitshalber, was man noch machen kann, wenn man möchte, könnte man hier noch angeben Parser und zwar Parse error occurred haben wir hier. Die können wir direkt gleich ausfüllen. Da schreiben wir einfach nur ins NSLog rein. Fehler beim Parsen. Und geben hier an den Parse-Error, der übergeben wird, und davon die Localized Description. So, das soll genügen. In diese Methode läuft der Parser rein, wenn er einen kritischen Fehler, wenn ein kritischer Fehler auftritt und den dann auch zum Abbrechen zwingt. Dann läuft er in diese Methode rein und gibt uns dann die Fehlermeldung aus. So, diese drei Methoden, Parser did start element, Parser found characters und Parser did end element, das sind die drei Methoden, die jedes Mal aufgerufen werden, und zwar genau in dieser Reihenfolge, wenn er auf ein Element trifft. Did start element ist klar, wenn wir uns das hier anschauen, dann haben wir hier ein, zum Beispiel ein Startelement. Published wäre jetzt ein Startelement. Dann haben wir hier den Inhalt, das wären jetzt die Found Characters. Und hier das End Tag, das End Element published. Hier durch diesen Schrägstrich, durch diesen Slash gekennzeichnet, wie eben bei HTML auch. Das heißt, der Parser wird hier rüberlaufen bei did start element, wird dann bei Found Characters hier drüber laufen. Und wird bei didEndElement hier drüber laufen. So, und das nutzen wir aus und beginnen jetzt einfach damit, uns die Tags rauszusuchen, die wir benötigen, um unsere Klasse Videodata zu befüllen. Schauen wir uns einfach nochmal unsere Datei an, unser XML-File an. Und was wir also möchten, sind ja alle Daten, die innerhalb dieses Entries, also dieses Eintrags stehen. Und damit wollen wir auch beginnen und sagen jetzt ganz einfach, hier bei didStartElement, wenn der ElementName, den wir hier ja übergeben bekommen, wenn dieser is equal to string und jetzt geben wir an entry, dann setzen wir unsere Variable is entry auf yes. So, das heißt, der Parser läuft jetzt über das Dokument, über diesen RSS-Feed drüber und wir sagen, hey, pass auf, wenn ein Element dabei ist, das Entry heißt, dann führe was aus. Und zwar setze unsere Bool-Variable isEntry auf yes. So, dann machen wir weiter. Wenn ihr jetzt innerhalb dieses Entry-Eintrages ist, dann legen wir, oder wissen wir, hier sind wir richtig, hier liegen unsere Daten, dann legen wir erstmal alle Variablen an, die wir benötigen. Das heißt, wir prüfen ab, ob wir denn schon ein Array haben, das die Videos aufnimmt. Wir prüfen ab, ob wir denn schon ein Objekt unserer Videodata-Klasse haben.
Wir prüfen ab, ob wir schon ein Array mit den Thumbnails haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erstellen wir das hier. Also prüfen wir, if selfVideosArray, also wenn wir es nicht haben, durch dieses Ausrufezeichen heißt ja nicht, das heißt, wenn wir dieses VideosArray nicht haben, dann sagen wir self.VideosArray ist ein NSMutableArrayAlloc und ganz einfach nur init. Dann haben wir das erstellt und das soll auch erstmal für dieses Array an sich genügen. Dann gehen wir weiter und machen die gleiche Abfrage für die Videodata-Klasse. Wir prüfen also, haben wir von unserem Videodata-Objekt, ist da schon eins vorhanden? Wenn nein, dann legen wir das an. Videodata ist Videodata alloc init. So, dann haben wir auch dieses Objekt erstellt. Vorher natürlich überprüft, ob eins schon vorhanden ist. Und das gleiche machen wir jetzt mit den Thumbnails. Das ist ja auch ein Array, da bekommen wir hier vier Stück. Wenn also dieses Thumbnail Array noch nicht existiert, dann legen wir es an, wieder auf dieselbe Art und Weise, NSMutableArray, alloc und init. So, und wenn wir hier dann fertig sind, dann können wir hier ein Return zurückgeben. So. Jetzt haben wir also Folgendes. Wir haben did start Element, überprüfen, ob wir hier ein Element haben, das auf den Namen Entry hört. Wenn ja, setzen wir unsere Bool-Variable auf Yes. Wir überprüfen, ob wir ein Videos-Array haben. Wenn nein, legen wir es an. Wir überprüfen, ob wir ein Videodatenobjekt haben. Wenn nein, wir erzeugen es. Und wir überprüfen, ob wir ein Array haben, in dem Thumbnails gespeichert werden können. Wenn nein, wird auch das erzeugt. So, nun geht's weiter und überprüfen, ob wir einen Titel haben. Dazu müssen wir nachschauen, wie sieht denn der Titel aus, wo bekommen wir den eigentlich her. Den haben wir hier unten, Media Title. Da haben wir dann die Überschrift und diese Überschrift wollen wir dann ja in unserem Table View anzeigen. Also Media Title. Das kopieren wir uns hier mal raus. Dann schreiben wir also if und jetzt prüfen wir wieder ab, ob es ein Element gibt. Wenn der Elementname is equal to String Media Title und jetzt überprüfen wir nämlich, ob wir uns innerhalb des Entries befinden oder dass Entry ganz einfach Yes ist. Nur dann wollen wir den Inhalt rauslesen und dazu setzen wir unseren Is Title, wir haben ihn gefunden, auf Yes. Wir sagen, wir haben unseren Titel, Return. Nun geht's weiter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch den Link. Also, if element name is equal to string link und wieder das gleiche, wir überprüfen, dass isEntry wahr ist.
dann wollen wir uns den Inhalt holen, der da drin steht. Wir schauen nochmal uns das Ganze an. Wir haben hier den Entry. Schauen runter, bis wir auf Link treffen. Und hier haben wir mehrere. 5 Stück an der Zahl. Diese Links brauchen wir nicht alle. Wir wollen ja nur den Link zum Video an sich. Und den finden wir also hier. Das ist gleich der allererste. Und jetzt fällt uns was auf. Dieser Link hat zwar einen Start-Tag, aber es kommt kein End-Tag. Nicht so wie hier oben bei Title. Hier haben wir einen Start-Tag, der geht bis hier. Dann kommt der Titel und dann kommt der End-Tag. Der fehlt hier. Wir haben im Prinzip nur diesen einen Tag und die Information, die wir benötigen, steht nirgendwo dazwischen, sondern steht als Attribut im Tag drin. Ja, wie kommen wir da jetzt ran? Denn normalerweise passiert nämlich Folgendes. Der Parser läuft auf das erste Startelement. Wenn er das gefunden hat, springt er in die Methode FoundCharacters. Die hier hat er alle dann gefunden. Und übermittelt diese dann und springt dann, wenn er hier am Ende angelangt ist, in die Methode DidEndElement. So, das kann er in dem Fall nicht, denn es gibt keine FoundCharacters hier. Wir haben einfach keine. Und das müssen wir natürlich jetzt aufgreifen. Aber auch das ist kein großes Problem, denn die Methode stellt uns auch diese Informationen zur Verfügung und die haben wir hier Attributes Attribute Dictionary. Wir bekommen ein NS Dictionary mit allen Attributen dieses Startelements. Und das machen wir uns zunutze, indem wir sagen, wenn das Attribut und da interessieren wir uns für ein ganz bestimmtes Objekt, Object for Key, und zwar dieses REL. Wir schauen nochmal nach. Wir wollen den ersten hier haben. Hier haben wir das Attribut REL und das hat den Namen Alternate als einziges. Und das wollen wir natürlich verwenden. Wenn also das Attribut mit dem Object for Key REL gleich alternate ist, also is equal to string alternate, dann müssen wir hier nur noch die Klammer setzen. Dann wollen wir die Information haben, die da drin steht. Und die steht ja in dem nächsten Attribut, und zwar das Attribut href. Hier steht unsere URL. Und die holen wir uns jetzt raus mit der gleichen Geschichte. self-videodata.video-url. Das heißt, wir schreiben jetzt unsere erste Information direkt in unsere Videodatenklasse rein und das ist von unserem Attribut Dictionary das Object for Key href. So, und dann hier können wir Return machen. Schauen wir uns also nochmal an. Zum einen gehen wir über unseren Feed drüber und schauen, wo ist denn hier innerhalb des Entries ein Link-Tag. Wenn wir einen gefunden haben und wir innerhalb des Entries sind, dann suchen wir uns einen Link, der das Attribut REL enthält und dessen Wert alternate ist. Wenn das der Fall ist, dann nehmen wir genau von diesem Link
das Attribut href und dessen Wert schreiben wir in unser Videodatenobjekt in Video-URL hinein. Das ist im Prinzip die Möglichkeit, wie wir an die Attribute eines Tags herankommen und die auslesen können. So, und genauso geht es dann mit den anderen Tags auch weiter, die diese Attribute eben nur zur Verfügung stellen und eben keinen Content zwischen einem Start- und einem End-Tag. Wir machen weiter. Wir bräuchten also jetzt noch die Dauer. Wenn der Element-Name ist equal to String. Und jetzt müssen wir wieder nachschauen, wo finden wir denn die Dauer? Die dürfte der Reihe weit unten stehen und hier haben wir sie. YT Duration, YouTube Duration, Seconds 1993. So, das heißt, das hier ist unser Tag. Wenn wir diesen Tag finden und wir weiterhin in einem Eintrag, als in einem Entry sind, dann holen wir uns den raus und schreiben den in unsere Variable mit der Videolänge. Also self, videodata, video length, ist ja eine NS Number, ist Attribute Dictionary Object for Key und der Key hieß, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Seconds. Also Seconds. Diesen Wert schreiben wir also da rein. So, da haben wir noch einen Fehler. Ja, klar, ist natürlich ein String. Dementsprechend @zeigen nicht vergessen. Und als letztes brauchen wir noch das Thumbnail. Also wie gehabt, wenn der Element Name ist equal to String, jetzt müssen wir wieder nachschauen, Media Thumbnail. Geben wir hier ein und natürlich, wenn wir uns innerhalb von isEntry befinden, dann haben wir self thumbnail array, denn jetzt haben wir ja hier mehrere Einträge mit diesem Media Thumbnail und wir wollen ja alle haben. Also werden wir auch alle Einträge der Reihe nach in unser Thumbnail Array reinschreiben. Also self thumbnail array und add object. Und welches Object wollen wir da reintun? Von unserem Attribut Dictionary das Object for Key. Und das ist die URL, glaube ich. Ja, hier ist also die URL. Fertig. Auch hier return. Und damit ist der erste Teil schon abgeschlossen. Wir gehen weiter zu Parser Found Characters. Und diese Geschichte tritt nur dann auf, wenn wir einen Titel finden. Denn wie wir jetzt gesehen haben, ist der Media Title, also die Überschrift, war das einzige Element, was relativ normal aussah, das heißt, wo die Information, der Content zwischen einem Start- und einem End-Tag stand. Die restlichen Einträge waren ja alles Attribute. Jetzt haben wir hier beim Media-Title tatsächlich einen Wert, der zwischen den beiden Tags drinsteht. Und den wollen wir uns jetzt abholen. Dazu überprüfen wir, ist Title, denn wir haben hier oben festgelegt, wenn wir auf Media Title treffen
und innerhalb eines Eintrages sind, dann setzen wir lediglich unsere Variable hier auf yes. Das ist natürlich jetzt hier der Fall. Wir haben jetzt die Variable auf yes und jetzt überprüfen wir, ob wir ein NSMutable String schon haben für den Titel. Das heißt, wenn das nicht der Fall ist, self.mutableVideoTitle, wenn der noch nicht vorhanden ist, dann legen wir uns den schnell an. MutableVideoTitle und das ist ein NSMutableString. Alloc init und self.mutableVideoTitle append string, string fertig. So, was passiert hier also? Unser Parser läuft über MediaTitle drüber, findet das Startelement, setzt unsere Variable auf Yes. Jetzt kommen unsere Found Characters, nämlich alle, die zwischen diesen beiden Start- und Endelementen drin liegen. Diese Characters, wir überprüfen, ob der Titel ja ist. Das ist er. Wenn kein NSMutable Video Title vorhanden ist, also NSMutable String vorhanden ist, dann legen wir den an und schreiben jetzt alle Zeichen, die uns jetzt zwischen diesen beiden Tags über den Weg laufen, alle nach der Reihe in dieses NSMutableString mit rein. Das machen wir eben deswegen. Es kann also eben passieren, dass der Parser, wenn er auf einen Umlaut beispielsweise trifft, wird er da abbrechen und wir hätten eine unvollständige Überschrift. Und das umgehen wir, indem wir sagen, nee, mach mal weiter und wenn du weitere Zeichen findest, dann schreib die alle nach der Reihe immer noch in dieses NSMutableString rein. Das war's schon zu dieser zweiten Methode und nun geht's weiter. Jetzt kommen die EndTags, didEndElement. Wenn also jetzt der Parser auf ein Schlusselement trifft, dann müssen wir ihm auch sagen, was er jetzt tun soll. Und es fängt damit an, dass wir jetzt zum Beispiel auf das Schlusselement von unserem Videotitel treffen. Jetzt müssen wir ihm sagen, was passiert denn jetzt? Also, wenn unser Schlusselement, und das funktioniert wieder ganz genauso wie beim Startelement, wenn der Elementname ist equal to string, und zwar von unserem MediaTitle. Wenn er auf den Schluss-Tag, den End-Tag trifft und das nach wie vor innerhalb eines Entries ist, dann setzen wir isTitle auf No. Dann sagen wir, alles, was du bis jetzt gesammelt hast an Informationen, also an diesen mutable String, diesen mutable Video Title, diese Informationen, die möchten wir jetzt an unser Objekt Videodata übersenden. Also sagen wir self Videodata Video Title, den haben wir jetzt ja zusammen, ist der Inhalt unserer Variable mutable video title. Und jetzt nullen wir die wieder aus. Self mutable video title, denn wir brauchen sie nicht mehr, wir haben sie übergeben. Und kommt damit weg. Return Ende. So. Das war der eine Punkt. Und jetzt müssten wir ja irgendwann mal wieder auf einen Schlusstag des Entries treffen. Und wenn das passiert, dann müssen wir natürlich auch ein paar Arbeiten vollführen. Wir sagen also wieder, wenn der Element Name ist equal to String, und zwar wieder Entry ist, und wir also ein Schlusselement haben, dann
Is Entry ist No. Damit markieren wir also tatsächlich das Ende des Eintrages und sagen jetzt Self Videodata Thumbnail URL. Das ist ja das Array, das die Thumbnails sammelt. Und das ist unser Thumbnail Array. Und dieses Thumbnail Array, was wir ja hier oben eingesammelt haben, schicken wir jetzt an unsere Videodata-Klasse, an unsere Variable Thumbnail-URL. Das gesamte Array schicken wir jetzt dahin. Gut. Self Videos Array. Das ist ja das Array, das dann alle Informationen des Videos insgesamt sammeln soll, also des gesamten Entries, da fügen wir jetzt unser Objekt Videodata hinzu. Und wenn wir das haben, dann können wir im Prinzip das Ganze beenden, indem wir self Videodata ist nil angeben, self Thumbnail Array, auch das können wir ausnullen, sage ich jetzt einfach mal. Und das war's gewesen. Der Parser an sich ist jetzt fertig. Da brauchen wir nichts mehr machen. Der macht jetzt alles, was er machen soll. Nun können wir also weitergehen und uns diese Daten, die wir jetzt über den Parser gesammelt haben, in unseren Table View unterbringen. Und das ist natürlich jetzt wirklich kein Hokuspokus mehr. Wir gehen unseren Video Table View Controller und das machen wir ganz klassisch, indem wir hier erstmal das importieren, was wir brauchen. Wir brauchen natürlich unseren Parser. Wir brauchen unseren View Controller. Und wir brauchen natürlich ebenfalls unsere Klasse mit den Videodaten. Auch die importieren wir uns hier mit rein. Dann holen wir uns noch zwei Properties dazu. Und zwar Non-Atomic Strong. Und das wird ein NS-Mutable Array sein. Und das ist das Videos Array. Und wir brauchen noch ein Property für unseren Parser. Non-Atomic Strong Parser Parser. Das Ganze synthesizen noch. Da haben wir jetzt unser Videos Array und unseren Parser. View did load. Hier, das können wir im Prinzip alles rauslöschen und dafür sagen wir jetzt, wenn der View also geladen ist, dann sagen wir self.parser ist gleich, und jetzt initialisieren wir den, parser alloc init. Damit haben wir den Parser initialisiert und jetzt müssen wir dem Parser nur noch sagen, leg mal los. Also self Parser und da haben wir eine Parser Start Methode ja uns geschrieben und die rufen wir jetzt von hier aus einfach auf. So, dann schauen wir mal weiter. Number of Sections in Table View. Ja, da machen wir es uns natürlich einfach. Sektionen haben wir im Prinzip hier nur
eine. Deswegen schreiben wir hier ganz einfach nur 1 rein. Number of rows in section. Da müssen wir natürlich jetzt wieder unseren Parser befragen. Und da sagen wir self.parser. Dieser Parser enthält ja das Videos Array, also Videos Array, und davon wollen wir einfach nur wissen, wie viel, also count. Und damit haben wir auch die Number of Rows in Section. Bevor wir jetzt zu self.rowIndexPath kommen, müssen wir noch eine Geschichte mit einfügen. Wir haben im Storyboard angegeben, dass unsere Zelle 100 Pixel hoch sein soll. Das wird nur über die Angabe im Storyboard nicht funktionieren. Wir müssen also tatsächlich hier noch eine Methode angeben, TableView, und die heißt height for row at index path. Mal schauen. Height for row at index path. Da haben wir sie. Und die möchte einen CGFloat zurückhaben. Der Sache können wir nachkommen. Return 100. Und nun haben wir nämlich auch die Höhe hier mit festgelegt und dann wird die Zelle dann auch in der entsprechenden Höhe von 100 Pixel dann auch angezeigt. Self-Row-at-Index-Path. Oh, da haben wir viele grüne Geschichten. Die können wir im Prinzip komplett löschen. Self-Row-at-Index-Path. Jetzt legen wir fest, wie unsere Zelle denn aussehen soll. Und da beginnen wir damit, dass wir als allererstes mal ganz links unser Thumbnail einfügen wollen. Und das müssen wir uns aber erstmal holen. Diese Thumbnails, die liegen ja in einem Array. Und dieses Array müssen wir jetzt erstmal auslesen. Also wir haben hier ein NS-Array. Das nenne ich jetzt einfach mal Thumbnails, und das ist ein NS-Array, und zwar ein Array with Array. Und welches Array ist es? Nämlich das, was in unserem Parser Videos Array drin liegt. Also, das heißt, wir holen uns jetzt von unserem Parser das Videos Array. Und davon das Object at Index, IndexPath.row, das dürfte euch allen bekannt vorkommen. Und davon möchten wir die Thumbnail-URL. So, jetzt haben wir, diese Thumbnail-URL ist übrigens jetzt nicht verwechseln, keine einzelne URL, sondern ein URL-Array. Na klar, wir haben ja hier ein NS-Array und holen uns dieses Array raus aus dem Videos-Array. So, und aus diesem Videos-Array wollen wir jetzt eine ganz bestimmte URL haben. Und das ist dann logischerweise eine NS-URL. Und ich nenne die jetzt einfach mal Image-URL. Und das ist eine NS-URL, URL with String. Und dieser String liegt jetzt in unserem Thumbnails-Array, und zwar als Object at Index. Und jetzt ist die Frage, was wir möchten. Wir haben die Thumbnails hier in einem Array liegen. Diese vier liegen da jetzt drin und sind natürlich durchnummeriert, Index 0, 1, 2 und 3. Da wir hier 360 mal 480 in der Zelle schlecht darstellen können, nehmen wir einfach das nächstbeste mit 90 mal 120. Ist eine ganz gute Größe dafür. Also nehmen wir im Prinzip das zweite Element im Array, hat also den Index 1. Wir geben also hier an das Object at Index 1. Wenn wir das haben, dann müssen wir uns die Informationen holen, nämlich die Bilddaten. Und diese Bilddaten ist NSData.
Und das nennen wir dann auch Image Data. Und NS Data, Data with Contents of URL. Und davon natürlich die Image-URL. Und wenn wir das haben, dann machen wir ein UI-Image draus. Nennen wir einfach jetzt mal ImageLoad. Ist ein UI-Image alloc init with data, hätten wir gerne. Und da kommt die Image Data rein. So, nun haben wir unser Thumbnail, das wir wollten. Und zwar in diesem Array, diese vier Thumbnails, das zweite, Object in Index 1. Und das bauen wir jetzt in unsere Zelle ein. Das heißt, wir haben hier Cell Image View. Und das hat einen Frame. Wir wissen auch, dass unser Bild, das wir uns jetzt da holen, 90 mal 120 groß war. Also können wir auch den Frame entsprechend gestalten. Dann machen wir einen CG Rect Make. Aber nicht mit Dictionary. Ein CG Rect Make. Mit den Werten 0,0. Breite haben wir gesagt 120, Höhe haben wir gesagt 90. Wenn es trotzdem überstehen sollte, schneiden wir das ab. Also Cell Image View Clips to Bounce ist gleich Yes, Yet. Und Cell ImageView.image, das ist jetzt unser ImageLoad. So, und jetzt haben wir im Prinzip das Bild schon geladen. Jetzt geht's weiter und wir zeigen jetzt den Videotitel an. Der Videotitel, den müssen wir uns auch wieder rausziehen, also Cell TextLabel.text ist von unserem Parser aus dem Videos Array. Das Object at Index, Index Path Row bleibt immer gleich. Aber jetzt wollen wir den Video Title haben. Und den schreiben wir in unser Textlabel rein. Das können wir noch ein bisschen anpassen, indem wir cell.textlabel die Fontgröße noch ein bisschen ändern, ist ein UI-Font, Font with Name, was nehmen wir, Verdana Bold. Mit einer Größe 14 sollte eigentlich reinpassen, also hoffe ich. Cell TextLabel Line Break Mode, falls es doch zu groß wird, man weiß ja nicht. NS Line Break by, ja, was nehmen wir denn? By Word Wrapping, dann bleiben die Worte zusammen. Und Cell TextLabel Number of Lines, damit es uns die Zelle nicht sprengt, sagen wir maximal 3 Zeilen, dann soll er halt doch abbrechen. So, dann haben wir noch in unserem Subtitle die Zeit und die haben wir ja in Sekunden angegeben bekommen. Wir können nochmal schauen. Duration hier in Seconds, also dieses Video läuft 1993 Sekunden. Ist natürlich eine blöde Angabe, wenn wir hier als Dauer dann in unserer Übersicht 1993 Sekunden angeben. Also wir werden das ein bisschen leserlicher umgestalten müssen. Dazu holen wir uns aber jetzt erstmal die Sekunden rein
Und das sind sein unsigned int, nennen wir einfach mal Sekunden, ist self parser videos array object at index index path row. Davon wollen wir die Video Length und das Ganze als Integer Value. So, dann haben wir das. Und jetzt müssen wir aus diesen Sekunden, die wir jetzt hier drin haben, eine vernünftige Angabe machen in Stunden, Minuten und Sekunden. Wie kriegen wir das raus? Es ist relativ einfach. Unsigned short int, denn für die Stunden werden wir nicht viele Zeichen benötigen. Stunden, und das sind die Sekunden geteilt durch 3600. Und dann haben wir die Stunden. Jetzt haben wir natürlich noch eine Restzeit. Und zwar haben wir unsere Sekunden, und davon müssen wir jetzt abziehen, die Sekunden, die wir schon für die Stunden verbraucht haben. Also, minus Stunden mal 3600. Das ziehen wir ab und dann haben wir den Rest. Wenn also das Video keine Stunde dauert, dann wird der Wert 0 sein. 0 mal 3600 ist 0 und dann ziehen wir von Gesamtsekunden eben 0 ab. So, dann geht es weiter in unsigned short int Minuten. Und die Minuten sind die Sekunden geteilt durch 60. Und auch da wird ein Rest bleiben. Und den ziehen wir auch von den Sekunden ab. Und das ist Minuten mal 60. So, jetzt haben wir Stunden, Minuten und Sekunden. Und jetzt können wir in den Details-Text reingehen und können dort über einen NS-String, String with Format angeben die Dauer, und das wird sein %i. Doppelpunkt für die Stunden, %i die Minuten, Doppelpunkt %i die Sekunden. Und dafür setzen wir jetzt ein Stunden, Minuten, Sekunden. So, und das war dieses. Nun haben wir die jeweilige Zelle. Und jetzt müssen wir im Prinzip nur noch die Daten übergeben an unseren WebView, wenn man auf eine bestimmte Zelle klickt. Also brauchen wir eine Methode, und das wird prepare for Segway sein. Wir haben einen Segway angelegt und haben dem den Namen Video gegeben im Storyboard. Und jetzt fragen wir natürlich ab, if Segway Identifier is equal to string video, dann haben wir einen Video, beziehungsweise machen wir es so, dann haben wir einen View Controller, und das ist unser Video View Controller, und Segway Destination View Controller. Und nun müssen wir nur noch rausfinden, wo hat denn derjenige jetzt geklickt, und dazu müssen wir uns einen Index-Path erstellen, denn den Index-Path bekommen wir zwar hier oben über die Self-Arrowed-Index-Path, bekommen wir den zwar übermittelt in unsere Methode hier unten, aber nicht. Da müssen wir uns den Index-Path also selber erstellen. Das ist keine große Geschichte. Wir sagen also NS-Index-Path, nennen den auch ganz frech wie oben Index-Path.
ist gleich self von unserem Table View der Index Path for selected row sollte er heißen. Dann haben wir den. Für die gewählte Zelle haben wir jetzt den Pfad. Und von unserem Videocontroller haben wir jetzt eine Video-URL. Existiert noch nicht, müssen wir dann noch gleich anlegen. Self.parser.videosArray Object at Index IndexPath.row und davon die Video URL. Das war's und jetzt müssen wir im Prinzip nur noch in unserem Video View Controller, also in unserem View Controller, der dann das Video anzeigen soll, da haben wir hier den Web View schon drin. Dann müssen wir aber jetzt noch die Video URL aufnehmen, also machen wir uns hier auch kurz eine Property, non-atomic, strong und diese URL ist ein NS-String, Video-URL haben wir es glaube ich genannt und dann gehen wir also hier in die Implementierungsdatei und implementieren das Ganze hier, also wir müssen das Ganze synthesizen, das war die Video-URL. Und im View-Did-Load, wenn wir jetzt unsere NS-URL uns holen, und das ist wieder eine URL, und auch hier eine NS-URL, URL with String und der String ist hier unsere Video-URL. Dann brauchen wir eine NS-URL-Request. Die nennen wir auch URL-Request. Und das ist NS-URL-Request, Request with URL. Und das ist die URL. Er wimmelt nur so von URLs hier. Self und jetzt haben wir den WebView und jetzt sagen wir Load Request mit unserer URL Request. Und das sollte es hoffentlich gewesen sein. Wir können hier mit Command B Build Succeeded das Ganze mal prüfen und jetzt lassen wir es einfach mal mit Run laufen und schauen, was passiert. Erstmal nichts. Okay, da haben wir noch einen Fehler drin. Da wollen wir mal schauen, woran es liegt, dass er uns hier jetzt noch nichts reinlädt. Ich habe eine Vermutung. Mal schauen. Und zwar der Table View Controller. Der weiß noch gar nicht, dass er ein Video Table View Controller ist und das wird wohl der Grund sein. Probieren wir es jetzt nochmal. Und ja, jetzt funktioniert's. Jetzt haben wir also hier die Videoliste. Wir haben die Thumbnails, drei unterschiedliche. Wenn wir also jetzt vorne im Programmcode diesen Object and Index für die Thumbnails von 1 auf 2 setzen, dann dürften die sich hier jetzt verändern. Das können wir direkt mal ausprobieren. Wir gehen also in den Table View Controller und haben hier den Objected Index für die Thumbnails. Wir können hier nochmal kurz schnell vergleichen. Sieht momentan so aus. Hier haben wir jetzt das iPhone, hier zwei Views und hier unten, das ist so ein Startbildschirm. Wir ändern das auf 2, lassen erneut laufen. Und jetzt bekommen wir drei andere Thumbnail-Bildschirme. Also das funktioniert. Wir stellen hier wieder zurück auf 1. Bekommen hier jeweils unsere Überschriften, unsere Dauer aufgelöst in Stunden, Minuten und Sekunden.
Und bei einem Klick sollte jetzt hier das Video aufgehen, Progress View und Alert View anzeigen. Table View funktioniert, Klassen und Objekte Beispielprogramm und mehr Videos sind zurzeit nicht drin. Mit diesem Parser, den wir jetzt hier erstellt haben, den kann man sich natürlich entsprechend jetzt für jedes XML-Dokument anpassen und mit diesem Parser könnt ihr euch wirklich jedes XML-File auslesen und anpassen für eure Bedürfnisse. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen, war diesmal ein bisschen längeres Tutorial. Ich hoffe aber, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Erfolg beim Programmieren und bis zum nächsten Mal.